Starten wir in den DD2 Heat Nummer 2 mit der Startaufstellung. Luca Weber, der Polesetter, mit der Startnummer 433 geht er in das Rennen, ihm zur Seite gestellt. Nico Handke, dahinter Tim Mikamet und Yannick Jakobs. Auch wenn mir so ein bisschen gerade der Polesetter fehlt, um ehrlich zu sein. Also Luca Weber ist hier bei Start und Ziel noch nicht aufgetaucht. Das ist wirklich ärgerlich, denn der hätte sehr, sehr gute Karten gehabt in diesem ersten oder in diesem zweiten Lauf. Von ganz vorne wäre es nämlich ins Rennen gegangen. Nikita Gänse und Marcion Overhoff aus Reihe Nummer 3 ins Rennen gehen vor Bennett Demmler und Joey Hansen. Ronny Göttler, Robert Chopian in Reihe Nummer 5 vor Olivier Kampwert und Jan Eckstein, Henry Lindloff und Malte Schlatterer vor David Giruk und Louis Koch, dann Cedric Loretz und Jan Müller vor Noah Schretz und Jan Nick Kilianski, Maximilian Adolf und Marek Mark vor Ben Amor Möhmen, Rudi Freitz, Mika Schwänen, Luca Schade und Daniel Lansch. Nochmal, es ist sehr, sehr ärgerlich, dass der Führende, der Polesetter Luca Weber, dieses Rennen wohl zumindest mal nicht von ganz vorne in Angriff nehmen kann. Ich glaube, ihn in der Box zu sehen. Vielleicht kann er aus der Box nachstarten. Da steht zumindest einer mal am Ende der Boxengasse. Das heißt, für Luca Weber geht es anstatt von ganz vorne, von ganz hinten in diesen Lauf der DD2-Klasse. Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt. Der 13. der Meisterschaft. Vorne also jetzt Nico Handke, derjenige, der das Tempo vorgibt. Tim Mikametz, Yannick Jakobs in Reihe Nummer 2. Das könnte sehr, sehr spannend werden. Mal sehen, wer wie gut wegkommt. Niemand weiß so genau, was denn jetzt mit Luca Weber passiert ist. Aber es ist, wie es ist. Der Start, der wird jetzt freigegeben. Auf geht's, 10 Minuten Renndistanz. Und wir sehen einen sehr guten Start von Nico Handke, der ja schon Rennen Nummer 1 für sich entschied. Ja, dann ist es Yannick Jakobs und Tim Mikametz gegen den Teamkollegen, gegen Nikita Gänse. Das geht dann für Gänse erst einmal aus. Und dahinter dann Kraft Motorsport und Marcion Overhoff müsste das sein. Gelbe Flagge, weil einer der Nice Racing-Piloten stehen geblieben ist. Auch da wäre wohl mehr möglich gewesen. Das müsste Noah Stretz gewesen sein. Noah Stretz natürlich. Startnummer 495. Vorne an der Spitze jagt Yannick Jakobs Nico Handke um die Strecke. Dann Nikita Gänse und Tim Mikametz, der Tabellenführer. Ja, Luca Weber will natürlich gerne irgendwie nach vorne. Aber hat da halt auch jetzt schon 4 Sekunden Rückstand auf das Fahrzeug davor. Also das wird schon sehr, sehr schwer werden für Weber, weit nach vorne zu kommen. Ein bisschen wird was vielleicht möglich sein. Aber da wird relativ früh schon das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Hinter Marcion Overhoff ist es Joey Hansen, der Niederländer, in der 6. Position. Bennett Demmler auf 7 vor Ronny Göttler und Robert Chopian. Olivier Kampwert komplettiert die Top 10. Wir sehen Yannick Jakobs, der versucht, sich heranzurobben an Nico Handke. Da haben wir sie im Bild auch eingeblendet auf der Europalan.
Hanke, der schon Heat Nummer 1 gewinnen konnte, würde sich zumindest mal zurückmelden im Kampf um die Meisterschaft. Du weißt ja nie, wo die Reise noch hingehen kann im Laufe des Jahres. Wir haben ja erst Wackersdorf hinter uns. Das hier die zweite Veranstaltung nach diesem Heat. Ist also der vierte von 15 Läufen beendet. Also noch überhaupt nichts entschieden. Es folgen noch in 5 Wochen Ampfing, Kerpen und Mülsen, die allesamt ihre eigenen Gesetze schreiben. Hanke, der sich mit Sicherheit sehr gut in Kerpen auskennt, ist da schon einige Rennen in seinem Leben gefahren. Ampfing, die aufgrund ihrer örtlichen Lage halt auch viel Spannung verspricht. Wenn wir uns mal Wackersdorf allein das Wetter anschauen vor ein paar Wochen. Mal sehen, wie das dann in 5 Wochen in Ampfing aussieht, Mitte Juli. Das könnte richtig spannend werden. Dürr Motorsport internes Duell zwischen Nikita Gänse und Tim Mika Metz. Auch wenn da schon so viel Meter zwischen ist, dass da kein direkter Angriff zu erwarten ist seitens Tim Mika Metz. Der wird sich da wohl eher zurückhalten, bin ich mir ziemlich sicher. Kann sich vielleicht Nikita Gänse heranfahren an Yannick Jacobs. In der letzten Runde eine Zehntel gut gemacht. Das wird nicht ausreichen, um wirklich ihm gefährlich nahe zu kommen. Aber leichte Druckerhöhung. Denn auch jetzt sind es wieder nur eine halbe Zehntelsekunde. Also Yannick Jacobs ist auch verdammt schnell unterwegs. Gleiches gilt aber auch für Nico Handke. Also egal, wen man da nimmt, die haben es schon mächtig drauf. Wir werden jetzt ungefähr bei Rennhalbzeit sein. Etwas drüber. 12 Runden sind ungefähr das, was angepeilt wird. Nächste gelbe Flagge. Anfahrt Europa-Lahn. Vor der Haarnadel hat es einen der Piloten erwischt. Mal sehen, wer uns da fehlt. Niemand aus den Top 10, niemand aus den Top 15. Cedric Loretz. Der Pilot mit der 444. Nach Noah Streetz, der zweite Clubsportpilot. Der dort ausgefallen ist, vorne an der Spitze unverändert. Nico Handke, Yannick Jacobs, Nikita Gänse und Tim Mika Metz. Mats-Johan Overhoff
hat sich mittlerweile ein bisschen herangepirscht an Metz. In der letzten Runde alleine 2 Zehntelsekunden. War in den letzten 3 Runden allesamt schneller. Runde 9 beendet. Es fehlt uns auch Louis Koch mit der 435. Bester Überholer im Rennen: Marek Mark und Rudi Freis. 8 Positionen hat man da gut gemacht. Und hier Mats-Johan Overhoff mit einer Positionsverbesserung gegen Timika Metz. Klasse vorbereitet, lange vorbereitet und jetzt mit dem besseren Ausgang für den Kraftmotorsport-Piloten vorbei an Dörr Motorsport und Timika Metz. Aber Metz, der hat noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil, jetzt geht er wieder vorbei, übernimmt wieder die angestammte Position und von hinten folgt jetzt vom Racing Team Markgraf Joey Hansen. Auch den würde ich noch nicht abschreiben. Hier der Blick auf die Spitze. Handke gegen Jakobs. Wo sich Handke zuletzt auch immer näher präsentierte. Und er immer näher dran war. Zeit läuft jetzt ab. Das heißt, wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde hinein. Und dann werden wir wissen, ist es Handke, Jakobs oder Gänse? Oder passiert hier noch was ganz Außergewöhnliches? Die letzte Runde, sie bricht an. Und Yannick Jakobs, 3 Zehntel weg. Das wird schwer werden. Ich mag sogar sagen, unmöglich. Dafür versucht sich jetzt Joey Hansen vorbeizufahren an Mats-Johan Overhoff. Wir hatten es nicht im Bild, aber im Hintergrund werden wir es gleich sehen. Handke wird diesen zweiten Heatlauf auch gewinnen können und dürfen. Die letzten Meter sind angebrochen, viel entscheidender war aber dahinter das Überholmanöver von Joey Hansen gegen Mats-Johan Overhoff. Sieg für 3G Racing und Nico Handke vor Kraft Motorsport und Yannick Jakobs. Platz 3 Nikita Gänse vor Timika Metz, Joey Hansen und Mats-Johan Overhoff. Ronny Göttler wird Siebter vor Bennett Demmler und Jan Eckstein. Robert Chopian holt sich am Ende Platz Nummer 10 und damit in den Top 10 hier beim zweiten Heatlauf der DD2-Kategorie, für die es ja dann morgen auch weitergehen wird. Da blicken wir natürlich auch gerne nochmal hin auf diesen Zeitplan für den morgigen Sonntag. In der DD2-Klasse geht es dann morgen weiter um 11.30 Uhr. Das hier nochmal das Gesamtresultat mit dem Superheat, 11.30 Uhr also, und ab 15.25 Uhr das große Finale der DD2-Klasse. Und wir machen gleich weiter hier mit dem Heat der DD2 Masterwertung in 5 Minuten, 16.55 Uhr.